Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Rising World. Ja, da sind wir wieder in der eben benannten Rising World, eben genannten. Und wir sind ganz schick angezogen und wir bauen am Eisbärengehege. Das ist unser Plan. Und ihr wisst ja, ein Plan ist ein Plan und bleibt auch immer ein Plan. Wir wollen das Eisbärengehege weiterbauen. Dafür brauchen wir erstmal diese Stufen hier, ne? Diese Halbstufen. Dafür brauchten wir, glaube ich, noch Stein, ne? Das war doch so das Ding. Okay, ist schon wieder ein paar Tage her, dass wir jetzt hier waren. Aber, wir kommen schon klar. Das ist der Block Nummer 42. Okay, Schwert raus. Ja, wir sind mächtig. Wir haben ein riesiges Langschwert. Ja. Und die Schmiede ist noch offen. Die machen wir mal wieder zu. Da ist ja momentan eh nichts, was wir machen. Brennen oder sonstiges. Wir haben noch Steine dabei. Ich würde mir aber noch ein bisschen den letzten Rohstein hier rausnehmen. Tatsächlich. Ja. Da ist auch noch Erde drin. Das ist ganz gut. Ja, Freunde. Natürlich geht es jetzt hier weiter und wir wollen die 42 bauen. Einmal die 42 mit Doppelkäse. Das war, glaube ich, Pflasterstein. Und das dürfte die 42 sein. Ja, das ist sie. Moment, was sagt mir, dass das die 42 ist? Ja, ich denke mal schon, ne? ID 42, da oben steht's. Mein Gott. Machen wir erstmal 64. Nochmal welche? Ja gut, jetzt haben wir genug. Jetzt haben wir 128, das sollte erstmal reichen. An Stufen. Haben wir auch gleich mal wieder zwei Stacks verballert. Hier für den Weg. Mal sehen, ob wir so viel überhaupt brauchen. Aber gefühlt habe ich ja immer zu wenig eher, ne? Als zu viel. So, da auf die Ebene müssen wir. Und da ziehen wir das jetzt erstmal hier so durch. Einmal. Lalala. Weil hier soll ja unser Weg lang gehen. Der Fußweg erstmal, ne? Das sind jedes Mal 36 Steine, mein Gott. Dann haben wir das hier auch... Okay, das ist der erste Stack schon wieder leer. Gut, dass wir zwei gemacht haben, dass wir so schlau waren, ne? So, Moment. Nein, ein hoch. So ist richtig. So, das sind auch nochmal ein paar. Dann haben wir hier den Weg schon mal. Sehr schön. Und hier müssten wir dann runtergehen auf die normale Ebene, ne? Das hieße, entweder gehen wir jetzt hier direkt einen runter. Also so. Könnte man machen, ne? Nein, ich will darüber. So. Und dann gehen wir hier noch einen runter. Oder hier zwei hoch. Da zwei hoch. Ergibt mehr Sinn. Machen wir jetzt hier eine richtig breite Treppe hin. Nach unten. Haben wir noch welche von dem anderen Stein da? Ich glaube ja. Also ihr merkt schon, es geht richtig voran hier. Das ist ja Wahnsinn. So. Hier auch. Noch einen. So, und dann kommen wir nämlich langsam dann auf die gewünschte Höhe. Genau, hier sind wir dann hier. Jetzt könnten wir noch einen nach außen gehen. Ich glaube, da würde ich hier erstmal das Gras wegnehmen, so ein bisschen. Mit der Sichel. Mit der Sichel. Dass wir hier einen Zugang erstmal haben, ne? Zu dem Ganzen. Wir brauchen erstmal einen Zugang. Jetzt ist das, der Nachteil ist, dass jetzt immer Gras dabei rauskommt und wir hinterher unglaublich viel Gras haben, was wir eigentlich gar nicht brauchen, ne? Und die Frage ist jetzt halt, ob wir das Gelände dann hier schon angleichen. Dass wir hier dann den Weg sozusagen weiterführen können. Ich glaube, das machen wir dann. So, jetzt ist die Frage, was legen wir hier rein? Weil hier ist ja dann die Mauer und da ist das Gehege. Hier könnten wir natürlich nochmal so rumgehen und könnten hier auch nochmal, dass man hier auch noch lang gehen kann. Oder man macht halt hier dicht. Ich glaube, wir machen da dicht. Und hier kommt das Gehege hin. Ja. Ich glaube, hier machen wir auch diesen Stein rein, wenn wir schon mal dabei sind. Aber vielleicht einen höher. Dass man sagt, dass man hier dann tatsächlich sagt, man geht dann auf die Höhe.
So, ne? Wenn wir das schon können. Und ich glaube, es wird dunkel. Das wäre also dann unsere Höhe. Und da werden wir natürlich jetzt mit dem Stein gar nicht hinkommen. Natürlich nicht. Wenn wir den so oft verwenden. Und hier können wir dann so einen Übergang machen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Der andere Stein, das war die 28. Okay. Ich glaube, wir gehen erstmal schlafen. Wir brauchen noch welche von den Stufen. Und wir brauchen noch welche von dem Block 28. Okay, wir haben nicht mehr viel Stein. Da würde ich sagen, wir machen erstmal einmal hiervon nochmal 64. Und dann vom Block 28 war, glaube ich, ein Favoritenblock, ne? Da ist er. Davon machen wir jetzt auch nochmal das Maximum. Das wären 48. Was essen sollten wir auch? Und was trinken? Jetzt zum Abend. So Abendbrot essen, ne? Natürlich, klar. Darf man nicht vergessen. So, während wir zu unserem Schlafzimmer hochgehen. Ich habe hier auch im Schlafzimmerschrank, habe ich, glaube ich, auch noch. So, ordentlich was gegessen, ordentlich was getrunken. Ja, Tomaten sind immer perfekt, weil sich da auch noch gleich noch... was haben wir hier noch drin? Die Weihnachtsmannmütze und ein Poncho. Und die Krone. Naja. So spät ist es noch gar nicht. Ich will mal ganz kurz hier in die Küche... Ah, warte mal, wir wollten hier noch eine zweite Tür reinmachen, ne? Weil die funktioniert jetzt so schön. Ofen läuft. Haben wir hier noch Fleisch drin? Äpfel. Äpfel kann man noch gar nicht braten. Naja. Ach ja, ist schon spät, Leute. Ich glaube, ich lege mich hin. Gute Nacht. Ah ja, und das kennt ihr vielleicht, Einschlafprobleme. Habt ihr auch manchmal Einschlafprobleme? Es gibt ja immer so Tage, da kommt man einfach nicht zur Ruhe und kommt einfach nicht in den Schlaf. Heute ist anscheinend so ein Tag, wo wir einfach nicht in den Schlaf kommen. Dann steht man wieder auf und denkt, ah, schon morgen? Okay, wieder runter. Was mir auf... Oh, hier, das Schöne, ne? Unsere kleine Sitzecke. Klavier spielen. Was mir aufgefallen ist, das Wetter hat sich jetzt extrem selten verändert. Wir haben eigentlich immer nur gutes Wetter. Da geht's runter. Immer nur gutes Wetter hier in unserer Welt, ne? Hallo, Richard Kleidermann. Und jetzt hänge ich hier? Warum? Der Richard, ne? Wir haben immer nur gutes Wetter. Geht die Sonne gerade auf? Ja, sieht so aus. Ein neuer Tag in der Rising World. Und wir sind wieder am Start und bauen weiter. Ist das jetzt die falsche Stufe? Ich hoffe doch mal nicht. Nö, alles richtig. Alles richtig. Das sind ja hier so hauptsächlich unsere Fußbodenfliesen. So. So, dann kann man nämlich hier schön ins Gehege gucken. Ah, und hier würde ich dann so große Bögen ganz gerne haben, wo man halt ins Gehege gucken kann. Das Ganze soll ja noch so ein bisschen altertümlich auch sein. Das ist natürlich total falsch. Aber wir haben ja den Hammer dabei. Ich habe doch den Hammer. So, zack. Wir wollten auch den anderen Block. Den hier. Den hier. Dann setzen wir erstmal hier so Eckkanten hin. Ah, und dann... Wie breit soll das Fenster sein? Sagen wir mal eins... Ja, die Ecke können wir auch etwas breiter noch setzen. Weil er muss ja auch ein bisschen Ruhepunkte haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oder machen wir es erstmal auf beiden Seiten. So. Das sind unsere Eckpfeiler. Hier ist dann Gehege. Dann machen wir hier erstmal so zwei schmale Fenster hin. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machen wir hier so ein Dreierding hin. Und hier auch. So, und da ist das große Fenster, genau. Das ist das große Fenster, wo man das ganze Gehege einsehen kann. Ja, ja. Wir könnten den Dinger natürlich noch ein bisschen mehr Tiefe geben, indem wir dann hier sozusagen das Ganze hochmauern. So, das können wir natürlich hier auch machen.
Hier wäre das dann sogar so ein, ja, so ein ganzer Block. Okay, das können wir auf der anderen Seite auch machen. Das wäre ja ganz gut für die Stützpfeiler, ne? Und ich glaube, wir werden bald noch etwas Material abbauen müssen. Dann werden wir nicht drum rumkommen. So. Hier kommen wir immer noch wunderbar raus. Genau, alles klar. Hier vorne müssen wir das auch unbedingt machen. Ah, hier müssen aber erstmal Bodenplatten rein. Da lass uns mal so Stück für Stück anfangen. Hier mit unserem Eisbärenhaus. So. Und hier soll ja irgendwo noch ein Wasserbecken hin, hatten wir gesagt, ne? Hier hinten soll ja so ein kleiner See hin. Dafür nehme ich erstmal hier das Ding weg. Und hier machen wir so einen kleinen See hin. Das heißt, ich nehme mal... so. Geht das hiermit auch? Ja, es geht sogar ganz gut. Hier machen wir so einen kleinen Teich hin. So, der kann ruhig ein bisschen steiler sein. Hier kann er bis an den Fels ran. Meinetwegen sogar. So, kann man da so einen kleinen Wasserfall runter machen oder sowas. Ist ja immer da, wichtig, dass es schön gestaltet ist, das Ganze hier. Warte mal. Ja, es geht noch. Das gleichen wir dann alles noch mit der Harke ein wenig an. Und ich hatte mir überlegt, dass wir unten in den See vielleicht Kies reinlegen. Warte, das will ich weghaben hier. Ja, gut. Das heißt, wir machen hier jetzt etwas größer als geplant. Okay, hier ist jetzt wieder... kann ich die Hacke für nehmen? Hä? Oh. Oh. So. So, das passen wir jetzt alles ein bisschen an. Okay, das müssen wir einmal wegdonnern. Soll auch nicht zu groß werden, unser See. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Also, warum ich das mache. Oh, da kam ein Stein raus. Da auch. Sehr gut. So. Wie groß machen wir den? Ich glaube, hier würde ich ihn ganz gern anpassen. Hier sind so langsam ansteigend. Das Ufer machen wir dann eher, ja, hier können wir noch anheben so ein bisschen das Ganze. Hier soll das eher flach werden. Hier machen wir erstmal gerade. Moment. Das soll gerade werden hier, genau. Sehr schön. Hier haben wir so eine hässliche Ecke. Die können wir noch ein bisschen abflachen. Damit er hier ins, so flach ins Wasser reingehen kann, ne? Ah, na ja, gut, wir müssen es ja auch, es muss ja auch, Moment. Da müssen wir wieder ein bisschen anheben. Abflachen, anheben. Naja, gut, das kriegen wir alles hin. Da soll nämlich dann das Wasser rein, genau. Hier soll ein Stein hin, hier soll ein Fels hin. Ja. Hier können wir es noch ein bisschen abflachen. Ich habe gerade, glaube ich, einen Hirsch gehört. Es wird ja wohl nicht der Eisbär sein, der von den Toten erwacht ist. Kann ja auch sein, dass sowas passiert. So. Hier noch ein bisschen runter. Das Grüne muss natürlich weg. Ne, nicht anheben. Runter. Das Grüne muss weg. So. Und jetzt könnten wir hier theoretisch so ein Unterwasserfenster reinmachen, wisst ihr? Wisst ihr, wie ich meine? Ah, ich nehme mal hier. Wenn wir sagen, hier so. Dass wir die Dinger wegnehmen. So, das ist ja hoch genug. Dass man den Eisbären auch schwimmen sehen kann, ne? Ich glaube, es war sogar in den Kommentaren vorgeschlagen. Dass wir hier so ein Unterwasserfenster hin machen. So, das können wir ruhig ein bisschen größer machen. Denn wir wollen ja auch ein bisschen was sehen vom Eisbären. In seinem natürlichen Habitat. In seiner fast natürlichen Umgebung, die ganz von uns gestaltet wurde, natürlich. Naja,
Also gar nicht mehr so natürlich, wie ich es erst dachte. Hier machen wir nämlich dann ein Fenster rein. Da kommt auch gleich noch ein Rahmen drum. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen mehr wegnehmen. Ich bin immer noch ein bisschen verschnupft. Oh, der Opa, ganz verschnupft. Oh, der Arme. Nein. So schlimm ist es gar nicht. Hey, ich übertreibe mal gern ein bisschen. So. Ich hoffe, das Wasser kommt dann da nicht durch. Aber wir haben das ja auch ganz gut hingekriegt unten, ne? Bei dem... Ups. Obst. Ja, dann müssen wir hier die ganzen Klöße wieder rausnehmen. Das ist richtig. Dann machen wir auch einen kleinen Raum hin. Über den wir dann... also nicht, dass es so schmal ist, weil man muss ja vorstellen, hier ist ja dann das ganze Publikum. Das Publikum, was sich den Eisbären angucken will. Da kann natürlich das nicht so schmal sein. Ganz klarer Fall. Das kriegen wir aber hin. Wir können ja alles umbauen. Dauert ein bisschen länger. So richtig effiziente Werkzeuge haben wir ja noch nicht. Der Hammer dauert vor allen Dingen lange, weil, ne, ihr wisst ja, wir wollen ja die Blöcke behalten. Die Blöcke sind kostbar. Und früher mussten wir das alles wegschmeißen. So, jetzt nehmen wir hier noch eine Reihe weg. Mehr niedergerissen als aufgebaut, könnte man auch sagen. So. Zack. So, alles mitnehmen wieder. Jetzt müssen wir auch gleich wieder neue Blöcke einsetzen. Da haben wir noch 20 Stück von. Okay. Das ist jetzt nicht die Welt. Das ist nicht die Welt, ne? So. Dann hier. So, so. Und ich würde sagen, wie viele haben wir jetzt noch über? 9 Stück, sehr gut. Dann setzen wir hier jetzt noch einmal das Ganze rüber. Natürlich heben wir die Blöcke auf. Ich reiß sie doch nicht mit der mit dem Presslufthammer ab. Nein, 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 nein. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, ob der Eisbär eventuell durch die Scheibe durchkommt. Es wäre natürlich nicht so schön, wenn er unsere Zoobesucher auffrisst. Man weiß ja nicht, wie mächtig so ein Eisbär ist. Ihr könnt euch das gleich vorstellen. Die sind ja so mächtig. Und hier muss natürlich jetzt die Decke raus. Das ist ganz wichtig. Und womit machen wir das? Hm, mit dem Hammer. Natürlich, klar. Hier muss die Decke raus. Da haben wir jetzt ein Babyproblemi, denn wir müssen auch die Mauer rausreißen. Auf der Größe. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Das kriegen wir alles hin. Denn, wie schon gesagt, wir wollen ja eh einen kleinen Raum noch hinmachen. So, das nehmen wir alles mit. So, hier kommt nämlich dann das Fenster rein. Mal rausgehen. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal von außen an. Es wird langsam, ne, Freunde? So, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist ja hier in diesem Bereich, ne? In diesem Bereich. Machen wir uns hier einfach mal einen Eingang. Auch für etwas dickere Leute. Höchst, passe ich durch. Okay, das hieße. Hier muss das Ganze weg. Ach herrje, was haben wir uns da nur wieder... Was habt ihr euch da nur wieder vorgenommen? Leute, seid ihr wahnsinnig? Das ist doch viel zu viel Arbeit. Das heißt nämlich Folgendes. Wir müssen hier diesen Bereich verbreitern. Und zwar um... das muss alles weg hier. Dieser Bereich muss etwas breiter werden. Vielleicht machen wir da von unten einen Eingang rein. Wenn wir jetzt nämlich von oben einen Eingang reinmachen, wäre das ziemlich blöd. Das kommt alles wieder weg. Naja, kennt er ja nicht anders von mir. Aber wir sparen die Blöcke. So, so. Und so. Und du kommst auch mit. So, alle mitnehmen. Das heißt, ich würde diesen Bereich hier, den würde ich etwas verbreitern. Haben wir vielleicht gleich wieder 12 Blöcke. Total gut. 3, 4 und dann runter. Zack. Das heißt, hier würde man dann in das Unterwassergebäude reingehen. Na, das würden wir also dann hier durchziehen bis... Ja, so viele Blöcke habe ich jetzt gerade nicht dabei. Genau. Ein breiter reicht, ja, da haben wir hier so einen Raum. Ja, ja.
Und wo man dann in den See gucken kann, dann hat man halb den See und halb hat man noch die Oberfläche. Sehr schön. Ah, ihr wisst, was ich vorhabe, oder? Wisst ihr doch. Wir haben keinen Stein mehr. Hey. Hier hinten ist die Höhle. Man kann auch so in die Höhle reinlunsen dann von hier unten. Das ist auch ganz cool. Und hier würde ich dann sogar so, ja. Und hier müssen wir die Mauer natürlich dann auch dementsprechend anpassen. Das heißt, hier vorne können wir erstmal noch den normalen Gang hin machen. Da haben wir ja noch unsere Stufen. So, ich muss mal auf die Zeit gucken. Oh, Folge um. Verdammt. Passt, ne, von der Höhe her. Wir würden erstmal bis hier vorne hingehen. Mit der normalen Begehungsmöglichkeit. Sehr schön. Hier kommen dann unsere Pfeiler hin. Die machen wir oben auch noch aus einem anderen Material wahrscheinlich ein bisschen. Und dann kommt hier hinten der See hin. Hier wollten wir so einen Stein hinsetzen, ne? Das heißt, wir werden noch ganz viel Materialien brauchen für das Ganze. Ganz viel Stein, den wir nicht haben, glaube ich. Hier wollten wir noch einen schönen Übergang machen zum Weg hin. Aber so langsam wird's doch, Freunde. So langsam wird's doch. Ist das hier ein weiter raus dann? Ja, schon irgendwie. Das heißt, wir müssen hier die Säulen sogar noch ein bisschen breiter machen. Aber wir dürfen uns nicht den Blick verbauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, so in der Art wird das dann. Hier machen wir noch einen Übergang zur normalen Welt. Und hier muss dann ja der Weg hoch, wo wir den Eisbären hochscheuchen. Dann scheuchen wir den hier rein. Zack. Und brauchen noch eine Schleuse auf jeden Fall. Jo. Guter Plan, oder? Ich denke schon. Also, das machen wir aber beim nächsten Mal. Und für heute sage ich erstmal wieder, das war's. Und liebe Leute, gehabt euch wohl. Und bis zum nächsten Mal in der Rising World.